Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Kraus und ich begrüße Sie zum zweiten Teil des ABC-Modells zur Vorbereitung auf die große IKVT-Ausbildung. Im ersten Video haben Sie ja schon erfahren, was das ABC-Modell ist. Und jetzt gebe ich Ihnen drei wichtige Gründe an die Hand, warum das ABC-Modell von zentraler Bedeutung ist. Und ich beginne mit dem Top 3 und der ist fortgeschrittene Achtsamkeit einüben. Sie kennen ja noch die Bewertung aus dem ersten Teil. Und dann nochmal kurz zur Wiederholung, also A ist der Auslöser, B ist die Bewertung, C ist die Konsequenz. Und Sie wissen jetzt, dass nicht A direkt zu C führt, sondern dass A über B zu C führt, also geht das Ganze über die Bewertung. Und wenn Sie jetzt anfangen, Ihre Bewertungen zu entdecken, zu erkennen, dann können Sie diese auch in einem zweiten Schritt hinterfragen. Dann sind Sie nämlich nicht mehr wie ein Roboter, der seiner Software folgt, Ihren Gedanken und Emotionen ausgeliefert, sondern Sie entscheiden wieder selbst Schritt für Schritt, wie Sie in unterschiedlichen Situationen reagieren wollen. Das bedeutet, trainieren Sie immer und immer wieder Ihre Achtsamkeit, dass Sie die Bewertungen besser erkennen können. Und falls Sie sich jetzt fragen, wie das funktioniert, greife ich an dieser Stelle schon ein bisschen vor, denn Sie könnten zum Beispiel ein ABC-Protokoll führen. Also indem Sie sich immer wieder klar machen, das ist der Auslöser, das ist meine Bewertung, und das ist mein Verhalten, die Konsequenz, meine Reaktion auf das Ganze. Und indem Sie sich das immer und immer wieder klar machen, also Ihre Bewertungen erkennen, dann können Sie sich auch verändern. Und so komme ich gleich zum zweiten Punkt, um zum Beispiel selbstsicherer zu werden. Und das bedeutet, wenn Sie das ABC-Modell immer und immer wieder in Ihrem täglichen Leben praktisch einsetzen, können Sie über die Zeit hinweg selbstsicherer werden. Und hier gebe ich Ihnen gleich das Beispiel einer ehemaligen Kursteilnehmerin mit an die Hand, die vor einer Übungssitzung zu mir gesagt hat, ich kann das nicht. Auslöser des Ganzen war eine praktische Übung und wir sollten in der praktischen Übung wieder die Klientensitzung nach dem ESTA-Modell vollziehen und sollten dann im Training eine neue Methode einsetzen. Also ihre Bewertung war, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Sie steckte also in diesem Muster fest, also haben wir das zum Anlass genommen, das gleich zu bearbeiten. Also anstatt ihrem Gedanken, ihre Bewertung, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, zu 100% zu glauben, hätte sie auch etwas anderes tun können, nämlich diese Bewertung zu nehmen und zu hinterfragen, ob das überhaupt stimmt. Denn die Fakten, die wir dann zusammen erarbeitet haben, die sprechen eine ganz andere Sprache. Um sie von dieser Bewertung zu lösen, habe ich ihr die folgende Frage gestellt, was sie denn schon alles in dem Leben geschafft hat. Ich verrate Ihnen mal die Top 3, die wir zusammen erarbeitet haben. Top 3 ist, sie ist eine gute Ehepartnerin und ihr Mann sagt ihr das auch immer wieder. Top 2 war, sie hat 3 Kinder großgezogen, aus ihnen ist etwas geworden und sie sind stolz auf ihre Mutter. Und Top 1 war, sie hat die Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Erfolg bestanden. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie auch diese Übung schaffen kann. Nur allein dadurch, dass wir die Bewertungen hinterfragt haben. Sie gewann mit der Zeit ihre alte Selbstsicherheit zurück und führte mich nach einem Wechsel als Therapeutin souverän durch die Übungssitzung. In diesem Beispiel sehen Sie, dass Sie selbstsicherer werden können, wenn Sie Ihre Bewertungen hinterfragen, denn oftmals sind diese Bewertungen nur Gedanken in unserem Kopf und haben gar nichts mit der Realität zu tun. Warum funktioniert das? Weil unser Gehirn plastisch ist. Und das bedeutet, unser Gehirn verändert bzw. formt sich so, wie wir es benutzen. Wenn Sie das machen, was Sie immer machen, also Ihren Gedanken zu 100% zu glauben, das nicht zu hinterfragen, sondern Sie erinnern sich vielleicht noch an den Roboter, der durch seine Programme gesteuert ist, dann werden Sie sich auch weiterhin so verhalten, wie Sie sich immer verhalten haben. Aber wenn Sie Ihre Bewertungen im ABC-Modell erkennen, immer und immer wieder hinterfragen, dann werden Sie mit der Zeit auch selbstwirksam feststellen, dass Sie zum Beispiel selbstsicherer werden, friedlicher werden oder auch mehr innerliche Ruhe haben können. Also kann Ihnen das ABC-Modell zum Beispiel dabei helfen, selbstsicherer zu werden, indem Sie die Bewertungen immer wieder hinterfragen, so wie wir es auch hier getan haben, dass Sie so ein Ich schaffe es nicht entkräften können durch Fakten, die in der Realität beweisbar sind. Und dann komme ich auch schon zum letzten Punkt, dem Top 1, und das ist, authentischer zu werden im Rahmen der doppelten Aufgabenstellung. Die doppelte Aufgabenstellung heißt, Sie setzen zuerst an sich an. Da zitiere ich immer gern Gandhi, das ist auch mein Lebensmotto.
seien Sie selbst die Veränderung, die Sie in der Welt sehen möchten. Denn indem Sie das ABC-Modell immer und immer wieder in Ihrem Leben einsetzen, machen Sie echte Erfahrungen, die Ihnen jemand anders, wenn überhaupt, nur sehr schwer vermitteln könnte. Sie haben dann also kein Lehrbuchwissen, sondern Sie schöpfen aus Ihrer eigenen praktischen Erfahrung, die Sie mit sich selbst, weil Sie jetzt zuerst an sich selbst angesetzt haben, und zum anderen mit Ihren Klienten gemacht haben. Und wenn Sie da natürlich aus einer gewissen Erfahrung heraus sprechen können, dann macht Sie das auch ein Stück weit authentischer, denn die Klienten, die zu Ihnen in die Praxis kommen, die würden das sehr wohl merken, ob Sie vom ABC-Modell wirklich eine Ahnung haben, also ob Sie das selbst praktisch in Ihrem Leben praktizieren, leben, ja, oder ob Sie das Wissen nur aus einem Lehrbuch haben, aus einem Standardlehrbuch, und Ihren Klienten das mal so als Methode mit an die Hand geben. Ihre Klienten sind nicht blöd, die merken das. Und durch dieses an sich selbst ansetzen bekommen Sie ja diese authentische Komponente mit auf den Weg. Und durch diese Authentizität erhöht sich natürlich auch die Chance, dass die Klienten wieder zu Ihnen in die Praxis kommen, weil sie wissen, dass sie sich auf Sie verlassen können. Noch tiefer werde ich dann im dritten Video einsteigen, wenn es darum geht, wie Sie das Easter-Modell mit dem ABC-Modell kombinieren und praktisch in Ihrer Klientensitzung einsetzen können. Das war's für heute und ich freue mich schon sehr, Sie Mitte November zur großen IKVT-Ausbildung im schönen Fürth kennenzulernen. Auf Ihren Erfolg, tschüss und bis zum nächsten Mal.